Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, gibt es heute ein Video über das Turner SMLE. In Battlefield 1 war die Selbstladebüchse meine Lieblingswaffe. Und weil mich das Turner SMLE schon ein bisschen an sie erinnert, ist sie auch hier sehr schnell meine Lieblingswaffe geworden. Kommen wir zuallererst ein bisschen zu den Statistiken. Das Turner SMLE hat nach dem Karabiner M1A1 die zweithöchste Feuerrate von den halbautomatischen Gewehren, mit 360 Schuss pro Minute. Davor liegt wie gesagt nur der Karabiner M1A1 mit einer Feuerrate von 450 Schuss pro Minute. Weil es jetzt noch gerade nicht so genaue Schadensstatistiken zu den einzelnen Waffen gibt, habe ich in meinen Gameplays darauf geachtet, wie viel Schaden ich den Gegnern ungefähr auf kurze, mittlere und lange Distanzen mache. Im direkten Nahkampf auf einer Distanz von 5 Metern macht ihr 45 Schaden auf den Oberkörper. Nach ungefähr 15 Metern macht ihr noch 43 Schaden. Ab 40 Metern liegt der Schaden ungefähr nur noch bei 34 und auf einer Distanz von 50 Metern macht er 25 Schaden. Das bedeutet, dass man auf eine ungefähre Distanz von 40 Metern nur 3 Schüsse pro Gegner braucht. Und wie es in Battlefield 5 oft so ist, rennen auch oft Gegner mit weniger als 100 Leben auf dem Feld herum. Heißt, auf kurze Distanzen killt ihr den Gegner vielleicht oft schon mit 2 Schüssen. So, gehen wir jetzt darauf ein, wie ich die Waffe genau spiele. Ich benutze meistens ein Dreifachvisier und habe auch in den Einstellungen die Visierempfindlichkeit auf 150% gestellt. Ihr müsst also testen, welche Empfindlichkeit für euch am besten passt. Mit dem Turner SMLE wollt ihr so genau wie möglich sein. Meine erste Spezialisierung ist deshalb die Laufanpassung. Dadurch schießt ihr aus dem Stand genauer. Ich bleibe auf der rechten Seite des Skilltrees und nehme als nächstes den individuellen Schaft. Mit dem seid ihr nämlich genauer beim Schießen aus der Bewegung. Die nächste Spezialisierung ist das abnehmbare Magazin. Dadurch könnt ihr eure kompletten 11 Schuss mit einem Magazin nachladen. Und als letzte Spezialisierung haben wir den leichteren Schaft, durch den ihr euch im Visier schneller bewegen könnt. Ich habe mich für den kompletten rechten Skilltree entschieden, weil ich zum Beispiel besseres Hüftfeuer bei so einer Waffe ziemlich unnötig finde. Auf der linken Seite habt ihr auch ein größeres Magazin. Ich finde aber, dass die Waffe mit 11 Schuss im Magazin genug Munition dabei hat. Allgemein muss ich sagen, dass wenn ich mich zwischen einem größeren Magazin und einem kleineren Magazin mit schnellerem Nachladen entscheiden muss, mich immer für das kleinere Magazin entscheide. Zumindest bei Waffen wie dem Turner SMLE, da das besser zu meinem Spielstil passt. Mit dem größeren Magazin ladet ihr nämlich immer 5er Clips von Patronen nach, was logischerweise dann viel länger dauert. Beim letzten Punkt könnte man sich für weniger Rückstoß nach oben entscheiden. Ich finde den Rückstoß aber sehr gut kontrollierbar und die Spezialisierung deshalb bei dieser Waffe relativ unnötig. Abschließend kann ich nur nochmal sagen, dass das Turner SMLE eine richtig starke Waffe ist. Halbautomatische Gewehre liegen zwar nicht jedem, aber ich würde zumindest jedem einmal empfehlen, sie auszuprobieren. Das soll es zu diesem Waffenguide auch wieder gewesen sein. Deshalb verabschiede ich mich auch schon wieder mit einem Ciao, haut rein und bis zum nächsten Video. Man sieht sich auf dem Battlefield.